Und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz schönen neuen Spiel. Ich habe mir einfach so mal gedacht, ja, Pferdespiel, warum denn nicht? Ne? So, weil ich habe früher auch einfach nur Pferdespiele gespielt und deswegen ist das jetzt so, ja, sage ich mal, ein Traum von mir, ein Let's Play zu machen von einem Pferdespiel. Und damit es einfach interessanter für euch wird, habe ich die Facecam mit eingebaut. Und ich werde dann erstmal auf eure Reaktion warten, wenn die erste Folge rausgekommen ist, ob das überhaupt so gut ist mit Pferdespiel und Facecam und so zusammen. Und ja, bitte nicht wundern, wenn ich so Locken habe. Ich hatte heute einfach mal vor, Locken mir reinzudrehen und deswegen bin ich heute mal ein Lockenkopf. So, aber egal, genug davon. Jetzt starten wir nämlich ein neues Spiel und es steht sogar Loading. Ein englisches Wort für, ja, Laden, damit die Kinder auch schon wissen, was Loading wenigstens heißt. Ja. Ich freue mich so ungemein. Also ich habe das Spiel einmal gespielt. Ich fand den Vorgänger eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Reitakademie. Habe ich eigentlich schon erwähnt, welches Spiel das ist? Also wir spielen jetzt die Reitakademie, das entscheidende Turnier. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt. Ich hoffe mal. Und ja, es ist ab 8 Jahren. Ich bin 16, aber so. Okay, es lädt schon ziemlich lange. Uhr habe ich auch nebenbei laufen. Ja, so. Ich höre was. Jetzt höre ich wieder nichts. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Die Ferien kommen mir immer so endlos lang vor, wenn ich von der Akademie weg bin. Ich freue mich darauf, Katja und Elsie wiederzusehen. Und Max und die Pferde. Und meinen kleinen Jährling. Auch wenn sich hier viel verändert hat und ich einige alte Gesichter vermissen werde, ich denke, das wird ein aufregendes Jahr für uns alle. Frau Milan hat vor den Ferien große Veränderungen angekündigt. Ich bin gespannt, was sich hier alles getan hat. Hallo, Pauline. Schön, dass du wieder bei uns bist. Die anderen sind auch schon fast alle da. Geh doch gleich auf dein Zimmer und richte dich ein. Den Weg kennst du noch, oder? Sicher. Vielen Dank, Frau Milan. Yippie. Okay, Tastaturkürzel. Es gibt verschiedene Tastaturkürzel, die dir das Leben einfacher machen können. Weil das Leben ja so schwer ist. Mit der Taste C kannst du dir die Werte deines Pferdes ansehen. Allerdings erst, wenn du später ein Pferd bekommen hast. M rufst du die Minimap auf, in der du dich orientieren kannst. Mit Q kannst du das Questlog aufrufen, das dir zeigt, dass du alles, was du als nächstes tun sollst. Und mit I rufst du das Inventar auf. Ja, es ist sehr logisch. Neue Quest. Ich muss ganz kurz sagen, dass das Bild so verzerrt ist. Ich gehe mal ganz kurz auf Einstellungen. Auflösung. Was haben wir denn hier? Statureffekt. Was ist denn das? Hoch? Ja. Dankeschön. Es sieht doch gleich viel besser aus. So. So. Spiel fortsetzen. Das sieht doch richtig genial aus jetzt so. Entschuldigung, das musste gerade mal so sein. So, wir haben eine neue Quest. Ja, dann gucken wir mal. Geh auf dein Zimmer und begrüße Katja. Ich wollte gerade Katharina sagen. Ah, die Steuerung ist so schrecklich. Und wie die läuft. Ich war ja eigentlich ein sehr großer Fan von dem ersten Teil. Und als ich dann hier den zweiten Teil mir gekauft habe, voller Erwartungen, musste ich feststellen, ja, das sieht sehr schrecklich aus. Ich habe das Spiel jetzt einfach mal so gewählt. Ich mache mal die Melodie ein bisschen leiser. Geht das überhaupt? Moment, ich muss erstmal. So. Sonst kann ich nicht klar denken. Ist nicht
gerade viel leiser hier auf meinen Ohren, aber dann... Hey, da bist du ja endlich. Oh, Katja. Dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Mama wollte mir noch dies und das erzählen. Du weißt ja, wie sie ist. Am Ende dachte ich, sie lässt mich gar nicht mehr gehen. Oh Mann, und ich hätte das Jahr hier ohne dich verbracht. Wie hätte ich das denn aushalten sollen? Die Zicken sind auch schon alle da. Zimmer 3? Ja, willst du rübergehen? Zumindest mal Hallo sagen. Elsie ist direkt nebenan. Sie hat eine neue Mitbewohnerin. Ariana oder so. Ich glaube, sie ist Russin. Oder von irgendwo da. Russin oder von irgendwo da. Oh, die Musik ist so laut. Kann man die nicht ausstellen? Doch, ich glaube, das kann man ausstellen, aber... Es soll ja ein Let's Play werden mit dem Originalspiel, ne? So. Hannes lässt dich aber wirklich links liegen, oder? Ja. Also ich muss sagen, den ersten Teil habe ich nie durchgespielt. Ich bin nicht dazu gekommen, weil das Spiel auch auf meinem alten Rechner, den ich damals hatte, als ich noch ganz klein war, ging das Spiel irgendwie nicht oder ließ sich nicht speichern, eher so gesagt. Und deswegen hatte ich auch nie Lust, das irgendwie durchzuspielen, weil ich nie die Zeit hatte, das dann wirklich so 24 Stunden zu spielen. Und ja, ich mach mal kurz noch Einstellungen. Die Musik ist richtig laut. Machen wir einfach mal ein kleines bisschen leiser. Geht das? Ja, so. So, das muss klappen. Kann ich den Bildschirm wieder ein bisschen lauter machen? Ich muss jetzt erstmal wieder alles hier einstellen. Das geht ja so nicht. Das ist unsere Quest. Begrüße Elsie und Irina. Okay, dann machen wir das mal. Oh, sie kann sogar rückwärts gehen. Das sieht schon echt affig aus, wie die hier rennt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bist du ja. Katja hat dich schon sehnsüchtig erwartet. Ich weiß. Hat sie schon gesehen. Geht's dir gut? Super. Ich freue mich total, wieder hier zu sein. Bei euch. Ach, übrigens, das hier ist Irina. Wir teilen uns dieses Jahr ein Zimmer. Hallo Irina. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Ist das dein erstes Jahr an der Akademie? Ja. Naja, in Ordnung. Man wird sich ja vermutlich noch öfter sehen. Sie spricht genauso viel wie ich in der Grundschulzeit. Okay, dann... Tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Du hast nicht zugehört? Gibt's ja nicht. Quest. Begrüße Dorothee und Theodora. Theodora. Ah, laufe. Dorothee. Ach, Paulinchen ist auch schon da. Nur gut, dass die Zimmeraufteilung vorher feststand, was? Ja, ansonsten hättest du vielleicht mit der taubstummen Russin auf dem Zimmer wohnen müssen. Irina? Kennt ihr sie näher? Nein, sie ist heute Morgen erst hier aufgetaucht. Und stumm wie ein Fisch. Die sagt gar nichts. Vielleicht will sie nur nicht mit euch reden. Sehr witzig. Sicher. Sind die anderen schon alle da? Die meisten. Hannes ist auf jeden Fall schon hier. Ich bin sicher, der wartet bereits sehnsüchtig auf dich. Ich habe ihn vorhin in der Bibliothek gesehen. Oh, meine liebste Pauline, wann entflüchten wir nur endlich dieser Welt? Mann, und euch habe ich vermisst. Wir sehen uns später. Bis dann. Ja. Mir fällt gerade auf, soweit ich mich noch erinnern kann, dass die Charaktere irgendwie total anders aussehen. Also die Grafik ist sowieso total anders. Aber ich glaube... Genau, warum hat Katja blonde Haare? In dem ersten Teil hatte die braune Haare. Ich verstehe das Spiel nicht ganz, aber gut. Grüße Hannes in der Bibliothek. Okay, dann wollen wir mal zu Hannes gehen. Auch wenn ich nicht weiß, wo die Bibliothek ist. Die Bibliothek. So, in die große Eingangshalle. Och, ich muss sagen, das Schloss sieht schöner aus als im ersten Teil. Das ist jetzt nur so die Erinnerung. Ja, weil ich das Spiel damals sehr oft gespielt habe. Den ersten Teil. Den zweiten Teil ja nicht so hier. Bibliothek. Es klang gerade nach. Es klang gerade nach Schülern, aber irgendwie sieht man keinen. Na, das scheint die Aula zu sein.
oder was auch immer. Hier ist es so leer. Was ist hier? Nichts. Gut. Also so müsste man auch mal rennen können. Das sieht so albern aus. Es tut mir leid, Paulina. Pauline. Aber du siehst echt affig aus. Aula-Eingang, die haben wir ja von oben gesehen, aber die wollen wir nicht. Wir wollen die Bibliothek. Verbindungsraum. Was hat man hier? Unterrichtsraum. Ach, das ist ja schön. Was ich allerdings hier in dem zweiten Teil... Oh, Hintergrundgeräusch, so schrecklich. Was ich allerdings im zweiten Teil sehr schön finde, ist, dass man mehr so rumgehen kann. Auch jetzt in dem Gebäude hier und das Gebäude, das Schulgebäude, sich ansehen kann. Im ersten Teil konnte man sich ja nur Verschiedenes sich ansehen. Geschweige denn gar nichts in der Schule. Und ja, wo sind wir hier? Ah, jetzt sind wir wieder zurück. Hä, wo ist denn die Bibliothek? Ich finde nichts. Bibliothek hier. Oh, Hannes. Hey, Pauline, du bist ja auch wieder da. Überrascht, mich zu sehen? Geht so. Alles gut bei dir? Wie geht's Yannick? Gut. Leider ist er ja dieses Schuljahr in England. Und bei dir? Ich komme gut klar. Ich freue mich schon auf den neuen Hindernisparcours am See. Der soll richtig schwierig sein. Ist vermutlich nichts für euch. Wer ist denn euch? Du meinst doch nicht etwa uns Mädchen, du alter Angeber. Komm, euch liegt doch die Dressur viel mehr. Überlasst das durchs Gelände rocken mal uns. Aber sicher. Ja. Gut. So, was jetzt? Begrüße Peter Neureuther vor der Akademie. Das muss er sein. Ja, yeah, Hans-Peter. Hallo Pauline, schön dich zu sehen. Dankeschön. Wir haben ein paar Neuzugänge an der Akademie zu verzeichnen, sowohl bei den Lehrern als auch auf Schülerseite. Den einen oder anderen habe ich bereits kennengelernt. Frau Moreau wird euch auch noch vorgestellt werden. Sie ist für die neu gebaute Hindernisstrecke im Wald zuständig. Davon habe ich bereits gehört. Einige sind schon ganz aufgeregt. Ist sie gut geworden? Bombig, wie ihr wohl sagen würdet. Ehrlich, die ist super geworden. Ach ja, vielleicht solltest du mal bei Max vorbeischauen. Der erwartet dich schon. Im Stall? Ja. Gut, ich gehe mal nach ihm sehen. Bis später, Herr Neureuther. Ach, einen Moment noch, Pauline. Was ist denn? Ich halte große Stücke auf dich, weißt du? Und ich habe eine Reihe von Freunden und Geschäftspartnern, die ebenfalls Pferde besitzen. Pferde, die regelmäßig bewegt werden müssen. Wenn du Lust hast, könntest du dir etwas dazu verdienen, indem du die Tiere ausreitest. Wie wäre das? Das klingt großartig. Danke für das Angebot, Herr Neureuther. Und für das Vertrauen. Kein Problem. Die Jobs sind aber unregelmäßig. Sprich mich einfach immer mal wieder darauf an. Und wenn es etwas gibt, dann kannst du dich darum kümmern. In Ordnung. Dankeschön. Ja. So. Begrüße Max im